Heute ist Leder-, Lack- und Peitschentag angesagt. Hier wird gezeigt, was man hat und geboten, was andere benötigen. Fosum wird 12 Jahre alt, noch nicht ganz volljährig, aber dafür schon so versaut und freizügig. Fosum 2015, Happy Birthday to you! Fosum Europe e.V. hat wieder gemeinsam mit vielen Veranstaltern, Shops, Bars und Vereinen ein perfektes Event rund um das Straßenfest organisiert. Ach, über Freunde. In der DDR gab es das nicht und nach der Wende. Hier bin ich mit meinem Schulenclub. Das sind die Quälgeister von Berlin und bei denen bin ich hier und naja. Offiziell war in der DDR mit dem neuen Strafgesetzbuch ab Mitte der 70er Jahre das Schwulsein aus dem Strafrecht raus. Inoffiziell habe ich gerade aus dieser Zeit kofferweise Stasi-Akten, die sich mit meiner Homosexualität beschäftigen, noch und noch viele gute Freunde, von denen ich glaubte, sie seien solche, haben mich verraten. Das hat mich an den Rand der Verzweiflung gebracht. Man hat es eben gemacht und es wurde auch irgendwie geduldet. Aber dem Grunde nach waren die Moralvorstellungen der Sozialisten mindestens genauso konservativ wie die der katholischen Kardinäle in Sachen Schulen und so weiter. Und die Heuchelei war natürlich auch entsprechend. Ich will sagen, ich habe so alle Homosexueller aus der DDR fickt. Einen katholischen Priester, ein Offizier der Stasi, ein Offizier der Nationalen Volksarmee und ein Parteisekretär der SED. So. Und nun sag mir mal, was ist denn da der Unterschied? Die Obrigkeit darf nicht erfahren, dass sie beim Homosexuellen Arsch hingehalten haben. Edge, das ist alles. Und es ist gar nicht anders heute. Was da alles noch gelogen wird und was da undercover alles noch so auch noch schwul ist und schwul sein möchte, also ich kenne das. Diese ganzen Atmosphären, das geht dann durch die schwulen Portale, Gay Romeo, Gay sonst und was. Ja, und ich bin verheiratet und meine liebe Ehefrau, und die darf das nicht wissen, und aber doch und diskret, und ich hätte gerne mal was gefickt. Ganz klar. Ja, doch, also es ist, wenn man sagen, wie gewonnen, so zerronnen. Es gibt sehr viele Kontakte und sie zerrinnen auch schnell, sehr schnell wieder. Aber man kriegt manchmal doch das Gefühl, und es gibt jetzt sehr viele, wo wirklich durch diese schwulen Portale und Kontakte durch diese schwulen Portale und Kontakte wirklich rechte, gute Partnerschaften geworden sind. Und da muss man natürlich auch immer fragen, wie geht man denn an der Partnerschaft ran? Es gibt eben nicht grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Einmal, erste Möglichkeit, man könnte so ungefähr das Ideal einer christlich-bürgerlichen Ehe nachäffen. Immer nur du allein, mein bester Mann, meine beste Frau auf alle Zeiten. Da kommt gerade unter Männern noch weniger bei raus als im Hetenbereich. Ich habe da so meine Erfahrungen gemacht. Mein Gott. Hoch, ich den mitgeben, seid stolz. Versteckt euch nicht. Lasst euch nicht einschüchtern. Und gewisse Sorgen habe ich da, was aus dem Osten, Orient, Mohammedaner und so weiter und deren Religionsvorstellungen auf uns zukommen. Die sind in diesen Sachen besonders intolerant und ich kenne da also einige, auch gegenüber Nackt und Schwul und so was, ganz besonders. Und von daher
weiß ich nicht. Und jedenfalls ist es da eine große Aufgabe, die zu integrieren, insbesondere auch, wenn jetzt Schwule mit diesen ganzen Flüchtlingen nach Deutschland kommen, da müsste die schwule Community sich jetzt, und da hänge ich jetzt gerade hinterher, die schwule Community sich darum kümmern, dass die aufgefangen werden. Die sind ja doppelt und dreifach verfolgt. Die werden ja eben, ja sagen wir mal, der Gruppe der politischen Flüchtlinge noch mal unterdrückt, weil sie dann eben schwul sind. Und ja, die, für die ist das der Himmel auf Erden. Mit allen drum und dran. Tja. Beautiful, beautiful gay guys doing their things, completely comfortable atmosphere. I'm a woman walking around, I feel completely comfortable and I'm fine and we've been really well respected the whole time. Yeah. Ja, bitte. Das sind alle Varietäten wieder hier. Okay. Selbst wählen muss man. Okay. Schön. Schön. Nee, stopp mal. 530. Ja. Super. Definitiv. Was würde der jetzt kosten? Das ist nicht gut. Ach so. Oh ja. Was verkaufen Sie hier? Wir sind Carrara Designs aus Belgien und wir verkaufen in gemeinlich Goldscheißgurten auf Rostfreistahl. Auch Armbänder und Nackenstutzen, Collars und so weiter machen wir alles auf Anfertigung, auf den Kundensmaß. Was verkauft sich am besten? Die Keuschheißgurte, die verkaufen am besten. Ist es heute wichtig, in der heutigen Zeit Keuschheißgurte zu verkaufen? Verkaufen? Nein. Nein, das ist nicht wichtig, aber es ist ein sehr schönes Gefühl, eigentlich, um sich zu geben an jemanden, der ihre Schlüssel aufbewahrt. Aha. Ist die Nachfrage nach Keuschheitsgürtel sehr hoch? Ja, eigentlich, wir verkaufen ungefähr 50, 60 Stück pro Jahr. Was kostet so ein Keuschheitsgürtel bei Ihnen? Die billigste Keuschheitsgürtel für uns sind 530 Euro und dann kann man hochgehen bis 1200 oder höher, wenn man einige Optionen dazu nimmt. Ist das Handarbeit, was Sie hier leisten, oder ist das industriell? Das ist Handarbeit. Das Einzige, was nicht handgearbeitet ist, ist die Schneiderei. Wir machen die Programme für die Laserschneiderei und ein professioneller Laserschneider macht die Stücke roh für uns fertig. Und dann fängt für uns an, alles handmäßig zu machen. Also unterm Strich, Sie leben ganz gut davon auch? Nein. Nein, nein, wir leben nicht ganz gut darauf. Wir können, ist eine schöne Nebenbeschäftigung. Ah ja. Aber wir arbeiten alle zwei noch vollzeitig in Industrie. Und daneben machen wir diese Nebenbeschäftigung, um eine schöne Extra zu haben. Aber das ist alles. Man kann nicht davon leben. Ja.
Vermissen Sie hier mehr Frauen vor Ort? Nö, nein. Nein, ich kenne die schwulen Szene schon seit über 30 Jahren. Ich komme selber aus Schöneberg und ja, was kann ich dazu sagen? Ich fühle mich hier wohl, ich habe auch kein Problem damit, überhaupt nicht. Also ich fühle mich auch akzeptiert und ja, und ich gucke selber auch. Warum gucken Sie? Weil ich in der Hetero-Szene diesen Sex vermisse. Dieses Offensive, dieses Gelebte, ja, nur im Dunkeln, dieses nur, wie sagt man, praktisch, ja. Ja, Gott, wir haben schon 3:08 im Turm, wir müssen erst mal essen gehen. Ja, nee. Aber man redet mit seinem Partner, was man will, was man verlangt. Ja, natürlich, aber er muss es ja nicht unbedingt für sich wollen oder lebt es wieder für sich im Geheimen aus. Es ist vielleicht nicht so ganz so offen wie unter Männern, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Bei Männern ist es klarer definiert, was man will, absolut, ja. Und ich weiß es aus Erfahrung, also seit meinem 16. Lebensjahr habe ich schwule Freunde und da weiß ich einfach mal Bescheid. Sie lachen so herrlich. Sagen Sie, man vermisst ja mehr Frauen hier. Wo sind die alle? Nee, das sage ich nicht. Also ja, ich wurde halt mitgenommen spontan. Ich hätte gerne mehr Frauen mobilisiert, aber ich glaube, das nächste Jahr, da wird das große Jahr für Frauen auf jeden Fall. Hier, die großen Frauen. Genau. Aber Sie haben jetzt nicht diesen Fetisch. Also nicht direkt, aber ich schaue mir gerne die Leute an. Aber Sie schlagen gerne mit dem Peitschen. Ja, mit der Rose. Also ich mag es eher durch die Blume. Das ist wunderbar. Viel Spaß und vielen Dank. Danke.